Es war vielerorts die bislang kälteste Nacht. Dort, wo es windstill und sternenklar war, konnte die Temperatur so richtig in den Keller sinken. Vor allem in Süddeutschland und Inneralpin war es zapfig kalt. Verbreitet zweistellige Minusgrade über der frisch verschneiten Landschaft. In Tal- und Muldenlagen ging es unter minus 20 Grad, so auch hier in Degerfeld auf der Schwäbischen Alb. Dafür gab es einen wunderschönen Sonnenaufgang mit einem Hauch von Eisnebel. Auch in Österreich, wie hier bei Gries am Brenner, gab es nach den letzten Schneefällen eine eisige Nacht. Noch etwas kälter war es aber in den hochgelegenen Mulden der Schweizer Alpen. In Glattalb waren es minus 35 Grad, am knapp 2000 Meter hohen Seggistalsee sogar arktische minus 40,3. Dagegen fühlen sich die minus 3 in Sachsen schon fast kuschelig warm an. Dafür fällt hier reichlich Schnee und sorgt auf der Autobahn A4 zwischen Görlitz und Dresden für 50 Kilometer Stau. Der Winter ist definitiv angekommen. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, das erfahrt ihr bei uns auf wetteronline.de. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online. Wie das Wetter wird, mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.